Frühmorgens liegt der Nebel noch malerisch in den Wiesen und hebt sich nur langsam über der Flensburger Förde. Entlang der geschützten Steilküste und am Strandbad Solitude genießen erst wenige Menschen das Erwachen der Natur. Aber wenn ein paar Stunden später die Sonne über der Bucht steht, ist es unverkennbar. Natürlich Meyerweg. Es ist Frühling in der Bucht von Meyerweg. Die Sonnenstrahlen haben das Grün schnell wachsen lassen. Und nicht nur die Menschen zeigen Frühlingsgefühle. Die tierischen Bewohner der Bucht von Meyerweg sind nach dem Winter alle wieder eingetroffen. Das Austernfischerpaar hat seinen Platz auf den Steinmohlen wie selbstverständlich wieder eingenommen. Und auch die Mittelsäger haben ihre Partner gefunden. Sie finden dort ihre Ruheplätze und nutzen sie für die gründliche Gefiederpflege. Schon seit April sind die Flussuferläufer mit mehreren Paaren zurück. Sie sind extrem scheu und sowohl zu Fuß als auch im Flug sehr schnell. Der Kieselstrand ist ihr Lebensraum, der akribisch nach Kleinstlebewesen durchsucht wird. Der Flussuferläufer ist auf der roten Liste als stark gefährdet klassifiziert und steht somit in seinem Schutzstatus noch vor dem Eisvogel, der den Winter über der Bucht von Meyerweg treu geblieben ist. Aber es ist nicht viel Zeit zum Ausruhen. Die Nester müssen gebaut werden. Als Mehlschwalbe von der Flensburger Förde baut man sein Nest nicht aus Lehm und Stroh, sondern aus Seegras und Strandsand. Zum Glück gelten hier keine Abstandsregeln. Anstrengend ist es allemal. Für das Projekt wird voller Einsatz gezeigt. Auch beim Zaunkönig war der Bau des kugelförmigen Nestes aufwendig. Aber schon sind Nestbau und Brutzeit geschafft und die ersten Jungen sind geschlüpft.
Die Altvögel entsorgen die Reste der Eierschalen. Es steht eine arbeitsreiche Zeit bevor, das Futter für den hungrigen Nachwuchs zu beschaffen. Nachbar Rotkehlchen schaut neugierig vorbei. Auch das Rotkehlchen hat sich die Bucht von Meierwick zum Nestbau ausgesucht. Meierwick bietet mit den naturbelassenen Zonen im Landschaftsschutzgebiet für sie alle den idealen Lebensraum. Illegale Abholzung des Hotels Alter Meierhof Ende März an der besonders geschützten Vegetation der Steilküste sind daher besonders schmerzhaft. Stellt doch das dichte Gehölz entlang der Uferlinie für viele Arten die Nistplätze. Dieser Biotop sichert die Nahrung für all diese Arten. Selten konnte man so oft die Schweinswale beobachten wie in diesem Frühjahr. Möglicherweise hat der fast aufgehobene Schiffsverkehr in der Corona-Zeit dazu beigetragen. Wir sollten aus der Corona-Krise lernen, dass es wichtiger ist, die wertvollen Dinge zu bewahren, anstatt stets nur in höher, schneller, weiter zu denken. Erhalten wir die wunderbare Steilküste in der Bucht von Meierwick und opfern sie nicht für noch mehr Hotelbetten und eine Seebrücke, die keiner wirklich braucht. Nähere Infos unter www.ig-meierwick.com. Die Natur lässt sich so auch mit Abstand wunderbar genießen. Natürlich Meierwick.